Ja, hallo Freunde der Spiegeltour, erstmal nach Hitbox und nach YouTube. Nach einer langen Nacht, nach Ende des letzten Partes, haben wir, jetzt wieder abends. Ich höre mich ein bisschen, glaube ich, geredet, als wenn ich saufen war, aber das liegt daran, dass wir wirklich bis 7 Uhr morgens noch hier abgehottet haben und, abgehottet, Stellaris gesuchtet haben. Das ist die imperiale Flotte geworden. Ich muss jetzt die Leute auf Hitbox ein bisschen abholen. Unser Reich sieht inzwischen so aus. Ich versuche jetzt mal so zusammenzufassen, was seit 12 Uhr nachts passiert ist, wo ein Teil der Leute weg ist. Wir haben einmal den Krieg gegen unseren Nachbarn, hier diese Ober-Empire, wurde irgendwann gecancelt. Die haben nicht mehr verstanden, warum haben wir überhaupt gekämpft? Ach komm, lass uns einfach Frieden machen. Machen wir auf beiden Seiten weiße Fahne, beziehungsweise ohne dass irgendjemand einen Verlust hat, hat man dann den Frieden gemacht. Und später habe ich die halt aber trotzdem unterjocht. War ein bisschen sehr spät, weil inzwischen waren die Teil einer Föderation, weshalb ich dann Krieg gegen die ganze Föderation führen musste. Passiert einfach. Und in dem Sinne bin ich jetzt in diesem Tabard-Pack, weil ich glaube, es ist inzwischen sogar fast die einzige Föderation. Okay, es gibt noch den Gold-Pack, das wäre die andere. Und bin da sogar einer der, ich glaube, von Schiffen her stärkeren, ja. 96 Militärschiffe im Moment, 52 Armeen, 9 Planeten. Und das Problem ist einfach, irgendwann in der Nacht hat sie noch ein Dimensionstor aufgemacht. Und da sind halt diese Anbinden rausgekommen. Hier ist der ein Dimensionstor aufgegangen. Man kann nicht mit denen verhandeln, man kann nicht mit denen reden. Also doch, man kann mit denen reden. Die haben keine Planeten. Die haben nur Flotten und töten halt alles organisches Leben. Problem war einfach, der Krieg hatte mich damals eh schon so geschwächt. Und dann waren wir gerade fertig mit Kämpfen und dann kam halt, ging hier das Tor auf und habe ich noch gesagt, ja schön, die müssen ja erstmal an vielen KI-Spielern vorbei, ja, und sieht das Ganze so aus. Also sehr ätzend. Und jetzt muss ich mal gucken, ich habe eine 17K-Flotte gebaut. Und muss schauen, ob die KI mir hilft, um da reinzukommen. Ich versuche dann über das Leech of Pylon Planets. Da ist auch ein relativ starker Partner. Der hat nämlich hier auch Flotten im Wert von knapp 17.000, glaube ich, rumstehen. Ja, in etwa. Hier unten hat der auch nochmal 8.000. Und so weiter und so fort. Und wir haben gestern gelernt, dass Systeme funktionieren. Also man kann, weil man hat immer nur 5 Planeten. Also was hier unser bürokratisches System begrenzt ist auf 5, das stimmt gar nicht. Sondern es bleibt immer 5. Das kann man aber umgehen, indem man andere Systeme macht. Mein Gott, meine Stimme ist echt total im Arsch. Das ist so eine Sektorverwaltung. Dann kann man halt Systeme dazugeben und dann werden die automatisch von der KI gesteuert. Dementsprechend, wie groß unser Reich ist, können wir davon mehr oder weniger erstellen. Sektorlimit, davor hatte ich ja gestern so ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Aber ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und die geben dann halt sowas wie eine Abgabe an mich. Kann ich einstellen, wie viel, ob es die Hälfte ist oder 75%. Und dann wäre das so in die Richtung. Ich habe noch ein bisschen Platz von der Flottenkapazität, deshalb müssten wir jetzt auch noch ein bisschen Flotte bauen. Sonst die Planeten sind fast alle total ausgebaut. Bilanz ist gut. Ich denke mal, die Flotte kriegen wir noch ein bisschen höher als über 17. Beziehungsweise, dass die jetzt auf 17K bleiben. Muss ja nicht sein. Stimmt. Und ich wollte die, glaube ich, gerade auch noch upgraden. Das kostet mich auch nochmal 2300 auf das aktuelle Schiffdesign. Deshalb mach mal die Geschwindigkeit auf schnellste. Da sind auch Schlachtschiffe drin und ich habe noch geträumt, dass ich das ziemlich falsch mache mit dem Schlachtschiff. Weil die können nämlich eine Spezialausrüstung mitnehmen. Und deshalb ist es, glaube ich, besser, wenn wir noch ein zweites Design machen, das wir dann Hope 2 nennen. Narrischer Buck, euer mangelnder Respekt eurer Ältesten gegenüber wird noch euer Verderben sein. Werft euch vor uns nieder und bettet um eure Vergebung, dann können wir vielleicht davon absehen, euer kleines wertvolles Reich zu vernichten. Gedemütigt für 121 Minuten. Wollte ich Einfluss minus 33%? Nö.
Bug-Dominion lassen sich nicht herumkommandieren. Verzieh dich. Weil wenn ich dann die Schiffe kombiniere, habe ich alle drei Buffs. Das ist nicht so wichtig, dass damit Schiffe nicht sich fliehen können, aber ich glaube, dass die KI da nicht fliehen wird. Von diesen Maschinenvölkchen, was uns irgendwie angreift, aus der anderen Dimensionsspezies 3, 4, 8, 7, schieß mich tot. So, es wird wahrscheinlich super, es dauert 2700 Tage, um die Flotte abzugraden. Deshalb habe ich aber schon angefangen, hier das, den anderen Hafen auszubauen, damit wir hier auch die Schlachtschiffe bauen können. Haupt 2 Klasse, Haupt 3 Klasse. So, und die Performance ist auch ziemlich am Ende. Also dieses kleine, das kleine Geruckel und so weiter hier, das kommt nicht von der Aufnahme. Das kommt wirklich davon, dass die unterschiedlichen KI-Reiche sich hier bewegen. Und auch die Geschwindigkeit des Tagwechsels hat sehr gelitten darunter. Ich werde, glaube ich, nie wieder auch ein Spiel im Ironman-Modus machen, weil der speichert auch sehr häufig, wodurch du dann nochmal so ein bisschen begünstigst, dass es ein bisschen ruckelt. So, dann hätten wir die auf Stufe 6 noch. Die Flottenakademie ist gleich fertig. Dann haben wir nochmal Platz für einen Modulslot. Scheiße, Flottenkapazität erhöhen wir auch nochmal in 42 Monaten. Ich muss mal auch eben ein bisschen... ...bisschen Mineralien rüberschicken zu meinem Vasallen. Ich nenne ihn mal einfach Vasallen. Wann baut der seinen Planeten nämlich weiter aus zu einem Energiesektor? Das war aber so die Kurzzusammenfassung der, der Zeit von 12 bis 7 Uhr morgens. Würde ich sagen. Incoming Transmission. So, Handelsangebot. Was wollt ihr? Migrationszugang. Ich weiß gar nicht, was die auf meinen Welten immer wollen. Ich glaube, die letzten, die sich... Ja, genau. Und wir hatten Migration von einem anderen Volk auf unserem Planeten. Die waren aber auch so unglücklich, da ich die alle versklavt habe. Übrigens, der große Föderationskrieg, den wir geführt haben, bevor ich es vergesse, war die totale Verarsche, weil der Krieg irgendwann beendet wurde. Und dann hieß es nämlich, du kriegst hier die Planeten, die geben wir dir jetzt. Und letztendlich hieß das, ich hatte irgendwie einen Planet hier unten in der Mitte. Da, glaube ich, oder da war es dann. Da hatte ich einen Planet hier bekommen. Ich glaube, Lemsa oder so. Bistramar war das. Konnte das Volk hier aber nicht kontrollieren. Und hier oben hatte ich auch einen Planet bekommen. Oder auch nicht. Oder Beta Hydra habe ich aus Versehen ausgegliedert. Daraus hat sich jetzt so eine unabhängige zweite Fraktion gebildet. Ist aber automatisch mein Vasall geworden dadurch, glaube ich. Da habe ich nämlich aus Versehen den Planeten dann verloren. Construction complete. Ja, und hier oben haben wir übrigens eine primitive Welt unterjocht. Also mit Spionage etc. konnte man die dann irgendwann übernehmen. Hat angeblich im Text hieß es, alle haben sich gefreut, waren aber alle unglücklich, deshalb habe ich alle versklavt auf dem Planeten. Und das ist jetzt sowas wie die Minenwelt geworden. Also hat sich super gelohnt für die Bewohner, dass sie in das Kollektiv eingetreten sind von uns. Leider sind die Sklaven nicht so gut in ihrer Arbeit. Deshalb haben wir auch viele Bereiche schon gegen Roboter ausgetauscht. Die sind auch sehr von meiner Ethik abgeleitet. Herrschaft nur durch die Primärspezies, Xeno-Erleuchtung. Mir ist übrigens aufgefallen, es gibt auch gefallene Reiche. Das sind Reiche, ist mir im Nachgegangen erst eingefallen, die ihre Regierung verloren haben. Da hat die Regierung letztendlich versagt.
So, hier haben wir noch viel Energie. Schlachtschiff-Montagebereich, den sollte man noch mit reinhauen. So, sehr schön. Energie, jetzt muss ich erstmal reinkommen wieder, was überhaupt. Das ist die größte Angst, das habe ich nicht aufgehört in der Nacht und habe so lange gespielt, weil ich immer gedacht habe, boah, wenn du jetzt aufhörst, verkackst du. Wir haben übrigens eine Welt auch schon an die Unbekannten verloren. Die sind reingegangen und haben erstmal, ich glaube, sechs Militärbasen von mir zerstört, ohne mit der Wimper zu zucken. War für die kein Problem. Haben da alles weggefressen. Ja, und Construction dann wurde ich halt complete. gefickt. In den Arsch. Und es tut heute Morgen immer noch weh. Sehr schön. Wir sind jetzt wieder bei 100 Leute auch im Livestream. Und ich habe gesehen, gestern waren noch viele Leute sehr lange da. Also von der Anzahl echt guter Stream. Ich würde ja eigentlich hoffen, oh, jetzt sag nicht. Die kämpfen gerade gegen die. Ne, die haben ihre Armadas hier aber stehen. 6, 12, 17.000. Ich muss nämlich eigentlich mit dem Reich zusammen und ein anderes Reich ist in etwa genauso stark. Ich glaube hier, ja, die Imutran, die haben auch nochmal eine Flotte von 18.000. Scheint auch irgendwie so ein Flottenlimit zu sein für die einzelnen Fraktionen, weil die da. Ich glaube, jede Fraktion hat irgendwie so 18.000 Kampfkraft. Sobald die eine gewisse Größe erreicht haben. Oh, hier ist eine der Alienflocken. Noch schlimmer ist übrigens, die haben Kampfstationen mit 2K Kampfkraft hier rumstehen, immer davor. 7500 Trefferpunkte, 2000 Schilde. Dämliche Invasionsflotten. Das sind sie, die Ra-Loop. Die kann ich zwar ansprechen. Beute. Ihr habt euch eure Invasion für die falsche Dimension ausgewählt. Nein, diese Dimension ist herrlich. Zu viel Beute. Oder so viel Beute. Ich habe das falsche Upgrade gemacht. Das ist aber auch egal. Bringt alles. Bringt uns alles weiter. Und ich muss gerade mal schauen, habe ich noch rivalisierende Reiche? Es hat sich politisch so viel getan. Ja, sehr gut. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Einfluss. Du bist relativ weit weg. Du bist relativ nah da. Du magst mich aber, vor allem bist du ein Vasall von mir. Ich spreche deine Sprache nicht. Ich hätte aber nie gedacht, dass das so groß wird. Die Bösen haben, glaube ich, nur Flotten. Ich habe da keine Planeten gesehen. Wir werden aber. Das werden wir gleich sehen. Ich pumpe noch eben die anderen beiden Schlachtschiffe und dann noch den Rest des Flottenwertes voll. Mal eben. Die haben genug noch zum Upgraden. Du hast hier noch die Beine zum Upgraden. Und sonst sind, glaube ich, alle durch. 1600 Tage. Ha.
So, dann brauchen wir nämlich... bitte was? Warum ist es verschwunden? Ach so, weil mein Imperator gestorben ist. Jetzt habe ich gar nicht genug Einfluss, um einen neuen zu bestimmen. Baukosten Korvetten, was kann der? Zufriedenheit, Baukosten Schiffe. Ich hoffe, Torba gewinnt, auch wenn ich es mir nicht auswählen kann gerade. Ja, sehr schön. Der bringt auch mehr. Nein, nicht hier. Gehirn, so, Haupt 2 Schlachtschiff. Ein Schlachtschiff dauert selbst mit der Modifikation, dass man schneller baut, ein Jahr. Construction complete. Construction complete. So, da haben wir noch Platz für ein Forschungslabor. Wenn die ihr Upgrade haben, sollte der Militärwert auch noch mal ein bisschen höher gehen. Der wird mich 8 kosten. Dann lass uns in Pandazard. Ich werde jetzt auch die Raumflotten bzw. die Werften ein bisschen upgraden. Damit wir da die Modulslots mit vernünftigen Sachen belegen können. Ich glaube, kolonisationstechnisch habe ich alles erwischt. Was so ging. Ja, hier oben sind noch ein paar 60% Planeten. Aber müsste ich wieder Planeten ausgliedern in dieses System. So, Flotte nochmal um 10% vergrößert. Xenozoo. Sektorlimit plus 1. Oh mein Gott! Ich kann dann einen Sektor mehr verwalten. Ich dachte, es ging um einen Planeten. Ich brauche keine Zufriedenheit. Durch das Lebenselixier, was wir geteilt haben, wir haben übrigens einen Baum im Weltall gefunden, der einen Lebenselixiersaft vergeben hat, wodurch meine Bevölkerung so ein bisschen das ewige Leben gegeben hat. Ich hätte es auch der Führungsspitze geben können. Dann hätten alle in der Führungsspitze für ewig gelebt. Da dachte ich aber, mit denen möchte ich eh nicht arbeiten. Jedenfalls nicht so lange. Construction complete. Construction complete. So, der Hope 2 ist fertig hier. Hat alleine 1500 Militärkraft, so ein Schlachtkreuzer. Du warst ein Hope 2. Gut, dann bauen wir jetzt den Hope 3. Haustiere haben wir übrigens irgendwo gefunden. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob dieses Modul dann stackt. Dass jedes Mal, wenn ich das Modul baue, in der Station, die Unterhaltskosten für meine Schiffe wirklich um 20% sinken. Wenn ich jetzt darauf achten würde, würde ich es wahrscheinlich sehen. So, jetzt haben die auch den Bonus, glaube ich, für Schildregeneration. Oh, ich will die jetzt gerade nicht zusammenlegen, weil die machen ja das Upgrade.
Upgrade. Construction complete. Mein Gott, Night Dragon ist gestern aufgegangen, bevor ich die erste Kolonie gegründet habe. Construction complete. Da ist ja ein, der Fortschritt des Spiels jetzt gerade schon in Flash für sich. Die Kacke ist so unübersichtlich später. Na, es geht. Ich wüsste gar nicht, wie man es besser machen sollte. Research complete. Construction complete. Ah, sind die neuen Schilder auch fertig. Gamma Laser, 12.000. Forschungsalternativen, Fehlproduktion, Energiecredits plus 5%. Superleitfähigkeit. Wir sind so weit in der Zukunft, wir haben nicht mal, immer noch kein superleitfähiges Material gefunden, was wir benutzen können. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Oh, okay, Night Dragon. Night Dragon ist entschuldigt. Er hat dieselben Probleme, wie ich so habe. Construction complete. Ja, noch ein Schlachtschiff kriegen wir hin. Ich muss gucken, ob man hier drin sehen kann. Diese Bonusfähigkeit vom Schlachtschiff, aber ich glaube, das ist hier nichts ersichtlich aus den Daten. Construction complete. Die Großflotte. Pum. Hundertfünf für den Schiffsunterhalt, okay. Construction complete. Construction complete. Viel Masse vor Klasse. Construction complete. Danke, Elnau. 200 Tage, dann ist das Schiff. Dann ist die Flotte da durch. Obwohl ich sie direkt wieder umbauen müsste, weil ich die anderen Schilder erforscht habe. Dann muss ich die wieder über mehrere tausend von Tagen upgraden. Das sehe ich jetzt gerade nicht ein. Construction complete. Construction complete. Richtig. Manche gehen ins Kino, andere gucken Proofstreams. Obwohl Kino kommen ja auch wieder Filme, die interessant sind. Also ich will den Warcraft-Film schon sehen. So, das war das nächste Schlachtschiff. Zehn Tage. Ships upgraded. Construction complete. So. Verbindet euch 22.000 Flottenstärke.